Sie sind gross, sie sind nach neuester Technik. Sie erfordern einerseits Erfahrung, sie erfordern aber auch ja, einfach ein bisschen Fantasie, das Wissen dahinter. Die faszinieren mich einfach. Ja, ich denke, wir sind auch materialmässig relativ gut eingerichtet, mit Blechschere, Abkompressor und. Spezialwerkzeuge auf der Fend und all so Zeug haben wir relativ viel rum. Und können relativ viel auch seriös machen. Aber ich denke, so eine strukturierte Werkstatt und Vielseitigkeit wird nicht an manchen anderen Orten antreffen. Neue Mitarbeiter muss das Interesse an der Landmaschine haben. Er muss gewillt sein, etwas Neues zu lernen. Und dann kann er schon sehr viel anfangen bei uns. Nicht so eine grosse Schnorre. Das passt bei uns nicht rein. Einer, der irgendwie gross plagiert. Oder? Also sicher, dass man mit der Materie, die man gerne hat, eigentlich zusammenarbeiten kann. Der Standort, sage ich mal, ist auch noch cool, ist nachher auf der Bahn. Mitarbeiter, für die kommt man ja auch gerne immer wieder, weil man die einfach gerne gewonnen hat. Wenn es ein guter Typ ist, ist es ein guter Typ. Und wenn er nicht ins Team passt, passt er nicht, oder?